Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freunde des asiatischen Kinos. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch mal richtig heiße Ware mitgebracht und damit meine ich jetzt nicht, dass das irgendwie illegal wäre, sondern es schaut so aus, als hätten wir hier reichlich nackte Haut und sowas. Auf jeden Fall der Film, den ich euch heute vorstelle, obwohl vorstellen ist ja nicht der richtige Ausdruck, der Film, den ich heute auspacke, trägt den Titel The Treacherous, also der Hinterhältige. Oder der Heimtückische, Heimtückische heißt es, glaube ich, beziehungsweise auf Deutsch die 10.000 Konkubinen. Ja, mehr oder weniger wörtlich übersetzt. Der Originaltitel dieser südkoreanischen Produktion aus dem Jahr 2015 lautet Ganzin. Was das bedeutet, ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das auch sowas wie hinterhältig, heimtückisch oder was auch immer bedeutet. Und es handelt sich hierbei um ein Historien. Krimi, Erotikfilm, was auch immer. Auf jeden Fall hier lotet Grenzen aus, wie viel bizarre Gewalt und Sex man in einem Kinofilm zeigen darf. Ja, gut. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und hoffe, dass ich beim Auspacken nicht zu viel wegpixeln muss. So, das Mediabook ist seit dem 22. April 2022 im Vertrieb der Alive AG von der Busch Media Group rausgebracht worden und gleichzeitig kam auch noch eine Keepcase-Version, das heißt also, wer keine Mediabooks haben möchte, kann sich den Film auch relativ preisgünstig in einer Keepcase-Version sowohl als DVD als auch als Blu-ray-Disc ins Haus holen. Und hier haben wir wohl beides drin, wobei ich sehe gar nicht, nein, 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 zwei Blu-rays sind es, oder? DVD steht hier gar nichts. Ja, schauen wir uns mal an. Ich habe mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Nee, DVD ist keine. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine DVD gibt. Ich habe das jetzt einfach mal gemutmaßt. Aber gleichzeitig kam auch die Keepcase Blu-ray in den Handel. So, das stimmt auf jeden Fall. Ja, so dieses Mediabook kostet aktuell um die 23 Euro. Ein sehr fairer Preis, muss ich sagen. Und das Mediabook ist auf 2000 Stück limitiert und wir haben schon wieder Klebepopel. Leute, Leute. Okay, der hier oben ging fast von alleine ab. Da muss ich gar nicht ziehen. Okay, ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Ja, noch besser wäre es natürlich, wenn gar keine drauf wären. So, wir sehen hier oben zwei Blu-ray-Discs. Ja, das heißt, wir haben also eine Blu-ray mit Bonusmaterial und keine zweite Filmdisc mit auf DVD, ja, sondern so. Hier, limitiertes Mediabook, alternative Schnittfassung auf Bonus-Blu-ray. Ah, da haben wir es schon. Eine alternative Schnittfassung, die 30 Minuten länger ist als die internationale Fassung, ist hier mit drin. Und der Film ist in über 70 Ländern verboten. Eieiei, naja, gut, das ist ja schon mal wahr. So, und das Mediabook-Cover ohne FSK-Logo und Werbung, ja, und hier FSK ab 18, selbstverständlich, wenn der in vielen Ländern verboten ist, dann ist er bei uns mindestens ab 18. Wir schauen uns jetzt mal das Cover an. Auch hier wieder scheint nur so eine Szene aus dem Film zu sein. Jetzt nicht so wahnsinnig innovativ, aber es macht trotzdem einen vernünftigen Eindruck auf mich. Also ich finde das schon gar nicht so schlecht, weil das Bild halt auch so ein bisschen den Eindruck vermittelt, was man hier bekommen könnte. Ja, so. Auf dem Spine haben wir dann wie immer auch hier oben nochmal einen Ausschnitt aus dem Frontbild. Also hier, ja. Gut, auch hier, das macht die Busch Media Group immer. Also bei Busch Media Books haben wir immer hier oben so einen Ausschnitt vorne aus dem, aber das ist ja auch, ja, wenn es immer so ist, man gewöhnt sich ja dran und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. So, dann haben wir hier unten noch das Logo von Busch und dann natürlich hier den Filmtitel nochmal drauf. Das Ganze hat ein bisschen Bewegung, aber bei weitem nicht so viel wie manch anderes Mediabook, das ich schon hier liegen hatte. Es ist also okay. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Rückseite an. Ja, hier eine schöne Inhaltsangabe. Ein paar Bilder aus dem Film. Bislang muss ich noch nichts wegpixeln.
Dann haben wir unten die Produktspezifikationen der beiden Blu-rays und hier die Limitierungsnummer. Limitiert ist das Ganze auf 3000 Stück. Ich hatte eben 2000 gesagt, hier steht 3000, also auf 3000 Stück ist es limitiert und ich habe die Nummer 1114. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. So, wir haben, das ist das, okay, ja, ich sehe schon. Das ist aber trotzdem, ja, nirgendwo böse Sachen. Schon mal gut. Ja, das ist immer so ein Ding. Also, wir haben vorne also einmal Blu-ray Nummer 1 drin liegen, die schaut so aus. Und hinten haben wir Blu-ray Nummer 2. Die schaut anders aus und hier ist auch ausgewiesen der Extended Cut. So, ja, so hier steht es extra drauf, Extended Cut, finde ich schon mal gut, dass man da nicht groß suchen muss. So, und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist, auch wenn der schon relativ alt will ich nicht sagen, ich meine, 8 Jahre ist nicht alt. 8 Jahre ist jetzt kein Alter für einen Film, aber ich kenne ihn trotzdem nicht. So, aber es schaut auf jeden Fall nicht wirklich nach einer reinen Erotikgeschichte aus, sondern es schaut wirklich toll aus. Es sieht schön aus. Also hier so mit so Kampf und so ist es, gucke ich ja eigentlich schon mal ganz gerne, auch wenn ich mit asiatischen Filmen mitunter meine Probleme habe, aber so Historienfilme, ja, das gucke ich eigentlich schon mal ganz gern. So, auch hier haben wir wieder so leicht die Rückstände vom Klebstoff, mit dem das Booklet, das ist selbst wohl getackert, wenn ich das richtig schätze, jawohl, zweimal getackert und dann hier reingeklebt, okay. Ja, das einfach nur so mal gesagt. Jetzt schauen wir uns das Booklet mal an. Auch hier, ja, jetzt bisher noch keine nackte Haut. So, wir haben einmal den Prolog. Das Papier sehr dick, sehr fest und ich sag's einfach für meinen Geschmack etwas zu glänzend. Aber letzten Endes, ist Geschmackssache, ja. So, hier, The Treacherous, der koreanische Caligula. So, da haben wir doch schon mal einen Fixpunkt, an dem wir uns festmachen können. Caligula, wenn der Film mit Caligula zu vergleichen ist, okay. Caligula mit Malcolm McDowell, damals eine Produktion, ich glaube, vom Penthouse. Da war sehr viel nackte Haut. Auch der wurde dann ja immer wieder gekürzt und da wurden dann die Sexszenen rausgeschnitten und wir hatten dann am Schluss nur noch die Gewalt, Exzesse. Auf jeden Fall Caligula, ein Film, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich habe ihn gesehen, ich fand ihn damals auch interessant, aber ist jetzt nichts, was mich wirklich groß umhauen würde. Aber es sieht hier nicht unbedingt nach einem Sexfilm oder Erotikfilm aus. Ja, was stand vorne nochmal genau drauf? Bizarre Gewalt und Sex. Boah. Naja, gut, okay, bisher geht's ja. So, das Verhältnis von Text zu Bild finde ich okay. Text ist sehr gut lesbar, schöne Größe, angenehme Hintergrundfarbe. Gut, jetzt sind hier natürlich Bilder aus dem Film drin, die teilweise auch, nee, sind nicht hinten abgebildet, aber so ähnlich. Ja, gut, kann man machen, aber ich persönlich finde es halt, ja, ich finde es cooler oder besser, wenn Bilder vom Set oder von den Dreharbeiten oder hinter den Kulissen oder sowas drin sind. Hier, das geht, ja. Wo man hier so einzelne Figuren hat oder so, das ist okay. Aber letzten Endes hätte ich lieber so Behind-the-Scenes-Material gehabt. So, das war es auch schon. Das ist relativ, ja, oder ich habe zu viel gequatscht und gar nicht mitgekriegt. Wie viele Seiten hatte das Mediabook denn jetzt hier? Sagen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, also 16 Seiten. Ja, okay, 16 Seiten. So, und hier der Text des Mediabooks von Mark Hairapetian. Okay, sagt mir jetzt leider nichts, aber man muss ja auch nicht jeden Menschen kennen, der im Filmgeschäft tätig ist. Auf jeden Fall schon mal ein dicker Pluspunkt, dass hier ein Text extra für das Mediabook entworfen wurde und nicht einfach aus Wikipedia rauskopiert wurde oder aus dem Deadline-Magazin oder sonst was, wie das ja bei einigen Publishern, unter anderem auch schon bei der Busch Media Group, ist auch schon passiert. Also ich finde es so auf jeden Fall, wenn da ein extra Booklet geschrieben wird, auf jeden Fall
besser. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr den Film kennt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Schreibt mir, was ich hier zu erwarten habe. Soll ich mir den ansehen? Ich meine, früher oder später werde ich so oder so machen. Auf jeden Fall Caligula, ja, wie gesagt, interessant. Würde ich aber nicht nochmal gucken. Ich glaube, ich habe ihn sogar irgendwo im Keller liegen. Aber also nicht im Regal stehen auf jeden Fall. Und ja, wenn das so ähnlich ist, dann wäre es vermutlich auch interessant zu sehen, aber halt ja, mehr für einmal. Auf jeden Fall ein schönes Mediabook, bereichert die Sammlung, ist kann man machen. Schönes Mediabook für einen fairen Preis und wie gesagt seit dem 22.04. erhältlich. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bleibt geil, schreibt mir die Kommentare voll, lasst mir ein Abo da, lasst mir den Daumen da und bis zum nächsten Mal. Seid schlau, schaut blau, euer Michael Speyer.